Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen bei einer neuen Folge Weltbild liest. Mein Name ist Franziska Kurz und ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, Sie haben heute gut gegessen oder zumindest ein paar Snacks in Reichweite. Ansonsten garantiere ich Ihnen, dass in der folgenden Stunde Ihr Magen so laut knurren wird, dass ich es ihr höre. Meine heutigen Gäste sind Social Media Rockstars. Ihnen folgen über 77.000 Menschen in den sozialen Medien. Und ich hoffe, dass unsere Leitung heute diesen Ansturm aushalten wird. Es gibt Hashtags, die nur ihretwegen existieren. Das zweite sehr erfolgreiche Grillbuch ist ganz frisch erschienen und ich hoffe für Sie, dass das Phänomen Dutch Oven auch dieses Mal einschlägt. Bei mir zu Gast sind heute Tim Ziegewald und Sebastian Buchner von der Sauerländer Barbecue mit ihrem neuen Titel Dutch Oven – Neue Rezepte von der Sauerländer Barbecue. Und ich habe hier auch das erste Buch. Dutch Oven, Rezepte, Tipps und heiße Kohlen. Klingt ein bisschen wie ein alter Burt Reynolds-Film, oder? Ich freue mich sehr, mit Ihnen in der nächsten Stunde über das Grillen zu sprechen, über Rezepte, den Druck berühmt zu sein, über Freundschaft, Veranstaltungen und vieles mehr. Natürlich können Sie beide Bücher der Dutch Oven Sauerländer Barbecue kaufen auf weltbild.de und in jeder Weltbild-Filiale. Und Sie können wie immer bei Weltbild liest Ihre Chance nutzen und mit den Autoren reden. Liken, kommentieren und teilen Sie. Ich bin gespannt, was Sie wissen möchten. Und jetzt sage ich Hallo in die Nähe von Attendorn, Grüße ins Sauerland. Hallo Tim, hallo Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte das schon immer mal sagen, auch an die Geräte zu Hause. Ja. Herzlich willkommen hier zum Weltbild liest und ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Nicht, weil es um das Format an sich geht. Wir haben ja quasi nur Face-to-Face-Kontakt mit einer netten, charmanten jungen Dame, sondern einfach, weil ich im Vorfeld ja, mich auf dieses Event jetzt gar nicht vorbereitet habe, weil ich mir dachte, es ist viel cooler, wenn das so spontan kommt. Und deswegen bin ich schon mal ganz gespannt, was jetzt so in dieser Stunde einfach passiert. Ja, und vor allen Dingen auch mal in die Reihe sich einreihen. Ich sag mal, man liest viele bekannte Leute, Sebastian Fitzek, Judith Rakers, die kennt man sonst nur vom Fernsehen und dann kommen die beiden Dicken da aus dem Sauerland und sitzen auf einmal auch hier. Und ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Schön, ja, wie gesagt, wir freuen uns auch. Mega. Sehr gut. Falls jetzt jemand von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern hier nur eingeschaltet hat wegen des Themas Grillen, Kochen und Dutch Oven, aber euch sträflicherweise noch gar nicht kennt, habe ich gesagt, wir müssen unbedingt euren super coolen Trailer zeigen, damit allen klar ist, wie berühmt ihr seid. Ich sag mal, Film ab! Nachdem jetzt hoffentlich alle wahnsinnig beeindruckt sind von eurer Videokunst, frage ich doch einfach mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Oh Gott, möchtest du oder soll ich? Also die Kurzgeschichte ist eigentlich so, wir haben uns sehr über 10 Jahre mittlerweile. Es begab sich zu einer Zeit längst vergangen, damals. Als wir noch rank und schlank waren, wir noch nie. Wir haben uns tatsächlich auf unserer früheren Arbeitsstätte kennengelernt.
Also Sebastian war schon da und irgendwann bin ich dann da in diese Firma reingestolpert. Und dann hat man sich angefreundet. Ich habe ihm erzählt, was ich für einen tollen Grill habe. Da wollte er auch einen haben. Und so ist es dann entstanden, dass es irgendwann, man kann sagen, eskaliert ist. Ja, richtig. Also so richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze, als wir dann gesagt haben, wir können auch mal schön Silvester zusammen feiern. Dann haben wir dann zusammen Silvester gefeiert. Es gab, weiß ich nicht, es standen hier 5 Grills. Wir waren zu 14 Mann und 17 Gerichte. Ja, 17 Gerichte, die jeweils 60 Leute hätten satt machen können. Aber es war cool. Und damit nahm das Unheil seinen Lauf. So haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Und wie entstand dann die Idee von der Sauerländer Barbecue? Wir waren unglaublich besoffen. Und das sind tatsächlich die Sachen, wo Geschichten mit anfangen. Ja. Und dann ging es los. Also es war tatsächlich ominöse Silvesterabend. Da haben wir dann gesagt, hey, wir können doch eigentlich auch mal so YouTube-Videos machen. Ja, klar. Und dann stand ich 2 Tage später bei ihm, weil wir hatten in der damaligen Firma über diesen Zeitraum Urlaub, also die Firma war geschlossen. Und ja, dann sind wir dann auf blauen Dunst nach Köln gefahren, haben die erste Kamera gekauft und haben dann einfach gesagt, ja, ein Video im Monat, das reicht. Da wurden dann schnell ein Video die Woche drauf und plötzlich fanden andere Leute das gut, haben angefangen, das zu gucken. Ja, und dann sind wir einfach direkt von Anfang an mehr oder weniger bei einem Video die Woche geblieben. Jetzt mittlerweile sind es 2 Videos die Woche. Ja, und so ist das alles dann irgendwie eskaliert und jetzt haben wir das große Glück, das Ganze hauptberuflich machen zu dürfen. Also zu Grill. Habt ihr mit dem Erfolg gerechnet bei eurem ersten Nach-Silvester-Video? Nein. Also ich glaube, das erste Video, das hat Stand heute immer noch um die 1000 Aufrufe oder 2000 vielleicht mittlerweile. Also das ist halt quasi nichts und das war halt, es ist halt alles, wie gesagt, eskaliert. Dann wurden es auf einmal 500 Abonnenten, dann waren es 1000, dann waren es 2. Und irgendwann, als dieser Schritt über 10.000 Abonnenten war, was für uns halt aus dem Dorf mit 300 Mann schon extrem viel war, ging das dann wirklich nur noch berghoch. Und dann fing das dann an mit, ja, für andere Leute grillen und hin und her, dann hier mal im Fernsehen auftritt. Und irgendwann kam dann der NGV-Verlag, wollt ihr nicht ein Dutch Oven-Buch schreiben? Große Klappe, wie immer, das kriegen wir hin. Also klar, man hatte sich mit dem Thema, man beschäftigt sich damit, man arbeitet damit und man sagt dann auch leichtfertig, alles klar, das machen wir. Weil es dann darum geht, 60 Rezepte zu entwickeln, das war ein anstrengender Winter mit viel Essen. Man sieht uns nicht an. Ich könnte mir anstrengendere Sachen vorstellen, als bei euch zu Gast zu sein und zu essen, was ihr so ausprobiert. Stimmt. Manchmal ja, aber manchmal auch nein. Also man darf tatsächlich, und das kann ich tatsächlich voller Überzeugung sagen, bei einem Kochbuch eine Sache nicht unterschätzen. Es gibt Kochbücher, das weiß man, da sind Rezepte drin, die wahrscheinlich nie jemand ausprobiert hat. Und dann steht man dann zu Hause und kocht das nach und denkt dann so, okay, die Mengen passen, aber irgendwie stimmt da was nicht. Und genau um das zu umgehen, haben wir beim ersten wie auch beim zweiten Dutch Oven Buch die Menge der Kohlen selber halt rausgesucht. Wir haben selber angefangen, das Ganze zu kochen. Wir haben nach dem ersten Rezept dann die Gewürzmischung nochmal verfeinert und so weiter. Und natürlich kommt es da auch mal vor, man macht den Dutch Oven nach 2 Stunden auf und denkt sich, alles klar, den Inhalt, den kann man dann als Brikett das nächste Mal wieder mit auf den Dutch Oven drauflegen. Also, das passiert uns auch. Oder man hat im Kopf, hey, Grünkohl, da muss 2 Esslöffel Salz dran. Und dann macht man schön 2 Esslöffel Tafelsalz dran und dann macht man den auf, probiert ein Stück und denkt sich so, ja, ein bisschen Salz scharf. Also ich wollte euch eigentlich noch was fragen, aber dann schiebe ich da jetzt glatt mal ein. Ich habe nämlich häufiger das Thema, wenn ich koche und gucke mir hinterher an, was bei mir rausgekommen ist und das, was da auf dem, also im Buch, ne, das Foto, denke mir, das sieht nicht mal ansatzweise so aus. Mache ich was falsch oder ist das Kochbuch schief? Nee, also es gibt da so oder so. Ich meine, was bei allen Kochbüchern meistens tatsächlich der Fall ist, das gibt es jetzt hier exklusive Hintergrundinfos. Ich mache mal hier einfach dieses wunderschöne Buch auf. Ja, hier sind so lustige Hochglanzfotos sind da drin. Und in dem Fall ist es jetzt halt tatsächlich so, dass hier Semmelknödel in Rahmsoße ist das Rezept. Und der Semmelknödel hier auf dem Foto, der glänzt. Und das sieht total schön aus. Meistens ist es so, wenn man den dann zu Hause nachmacht und man hat ein bisschen mehr Hitze, dann franzt der schon mal ein bisschen aus. Wenn das Rezept allerdings komplett anders aussieht, dann liegt es tatsächlich am Kochbuch. Also wenn es nur ein bisschen anders aussieht, so keine Ahnung,
Ratatouille und ich habe hinterher Matsche, dann liegt es wahrscheinlich am Kochbuch. Wenn es ansatzweise so aussieht wie auf den Bildern, dann ist das Kochbuch gut, aber dann hat man es halt nicht unter Laborbedingungen komplett optimal nachgegrillt, nachgekocht werden. Ja, und so wie bei mir, keine Deko-Skills. Ja, das dafür habe ich ihn, weil ich kann es auch nicht. Deko ist alles. Ja. Sehr gut. Wenn wir jetzt schon ein bisschen über Rezepte reden, wir haben unfassbar tolle Fotos von euren Rezepten. Ich habe es ja schon gesagt zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, wenn wir diese Fotos zeigen, man wird hungrig. Welches Equipment braucht man denn, wenn man eure Rezepte nachkochen möchte? Der Vorteil an dem Dutch Ofenbuch, also und auch da, wir sind Sauerländer Jungs, das werden wir auch immer bleiben. Und es ist so, jede Sauerländer Oma, eine gute Sauerländer Oma hat einen Schmortopf. Und das ist dieser Topf, der immer im Keller steht und nur daraus schmecken die Rouladen von Oma, die es auch nur gibt bei Oma, die auch nur aus diesem Topf, wenn man den Topf zu Hause hat oder einen ähnlichen, dann kann man alle Rezepte hieraus nachmachen. Okay. Wenn man das Ganze jetzt draußen machen möchte, oder es reicht auch eine Auflaufform. Geht auch. Wenn man das Ganze jetzt draußen nachmachen möchte, ein bisschen ursprünglicher, also dafür, wo der Dutch Oven eigentlich gedacht war, dann brauche ich eben selbigen, dann brauche ich einen Dutch Oven, also einen gusseisernen Topf, entweder mit oder ohne Füße für den Gasgrill, wenn ich jetzt nicht mit Kohle hantieren darf, oder mit Füßen, da kann man dann nämlich diesen Topf auf die Kohlen draufstellen, kann auch ein paar Kohlen auf den Deckel machen. Und so habe ich dann Ober- und Unterhitze, wie beim Backofen auch. Aber grundsätzlich, wenn ich sage, nee, ich will mir das alles sparen, ich will einfach nur lecker essen, möchte schöne Schmorgerichte ausprobieren, dann reicht ein einfacher Schmortopf, Marke egal, wenn es der alte von Oma ist, dann schmeckt es garantiert nicht schlechter. Und so Zeug wie Holzlöffel und Schmorgabeln und sowas, brauche ich sowas auch? Also in einem normalen Stahlguss Dutch-Ofen oder einem Stahl Gusstopf, so das, was Omas Topf ist, die hat schon immer mit dem Holzlöffel drin gerührt. Zum einen, weil es natürlich ein bisschen schöneres Geräusch ist. Wenn Opa aufgeschreckt ist, weil der Metalllöffel da durchkratscht, dann weiß er auch wieder nicht, was los ist, dann muss das Hörgerät nachjustieren. Ansonsten mit dem Holzlöffel mache ich halt nichts kaputt. So ein Gusstopf lebt davon, dass da über Jahre immer eine Patina sich aufgebaut hat und die wird man mit einem Metalllöffel vielleicht bisschen ankratzen. Von einmal drin rühren geht es nicht kaputt, aber ein Holzlöffel und ein Gusstopf und eigentlich kann man schon damit loslegen. Ein zusätzliches Zubehörteil, wenn ich das Ding wirklich mit Kohle betreibe, wenn ich wirklich einen Dutch Oven betreibe. Ich sage mal, da gibt es zwei Sachen, die ich unglaublich wichtig finde. Das eine ist ein Deckelheber. Ich habe jetzt dummerweise in meinem Wohnzimmer keinen liegen. Das ist im Grunde nichts anderes wie so ein Draht. Unten ist ein Haken dran. Dann kann ich den einhängen und kann den Deckel nach oben nehmen, ohne dass ich da an den heißen Kohlen rumfummeln muss. Und Hitzeschutzhandschuhe. Also das sind für mich so zwei Sachen. Das ist vom Handling einfach schön und ist halt ein Sicherheitsaspekt. Also wenn ich mit heißen Kohlen rumhantiere, dann so ein Deckelheber und Handschuhe. Aber dann kann ich loslegen. Ja, also mehr brauche ich nicht. Okay, ist ein Hitzeschutzhandschuh was anderes als ein Ofenhandschuh? Die Ofenhandschuhe sind meistens einfach nur Baumwollhandschuhe, die kurzzeitig, ich sag mal, ihre Eigenschaften haben. Dann, man packt da mal eben 200 Grad an. Bei den Hitzeschutzhandschuhen, die können auch mal gut und gerne 300, 400 ab. Da ist meistens so ein Kevlar-Aramid-Geflecht mit drin. Es gibt ja auch als Leder, die können das auch schon besser als so ein normaler Baumwollhandschuh oder so Omas Topflappen. Ganz wichtig aber bitte, weil ich das ein, zwei Mal gesehen habe, bitte nicht einfach nur so Leder-Bauarbeiter-Handschuhe nehmen, weil die haben nämlich den Nachteil, wenn die heiß werden, dann schrumpft das Leder zusammen. Und wenn das ist das ein bisschen blöd. Deswegen die bitte nicht nehmen, sondern einmal ein bisschen Geld für vernünftige Handschuhe ausgeben. Vielen Dank für den Tipp. Ja. Wenn ihr den ganzen Tag quasi beruflich kocht und Rezepte ausprobiert und Kochfotos macht und all diese Dinge, kocht ihr privat dann noch oder sagt ihr abends so Nudeln jetzt? Nudeln aus dem Dutch Oven. Ich fange mal an. Ja. Bei mir ist das tatsächlich so, ich koche unglaublich gern und ich koche unglaublich viel. Man sieht es mir nicht an, aber es kommt schon mal vor. Ich koche auch gerne mit Sahne und ich koche auch gerne mit Creme Fraiche, weil das schmeckt einfach. Ja, und aufs Brot kommt Butter. Also ich koche unglaublich viel. Allerdings muss man jetzt fairerweise sagen, wenn wir beiden die ganze Woche unterwegs waren, dann kommt es auch durchaus mal vor, dass wir an so einer
an so einem gut bürgerlichen Imbiss oder sowas vorbeikommen und dann so, ach Mensch, da gibt es Schnitzel, das ist ja schön. Ja. Also das passiert auch gerade an Tagen, wo man von morgens bis abends nur kocht, da ist man einfach froh, wenn man abends dann irgendwas hat. Oder was auch vorkommt, ich meine jetzt in besonderen Zeiten, ich habe tatsächlich auch ein bisschen was zugelegt, weil es kommt auch vor, wenn man den ganzen Tag einfach arbeitet, kocht, isst, nichts isst und so weiter, dass man es einfach den Tag über vergessen hat. Und dann nachts irgendwie im Hotel oder sowas liegt und sich denkt, irgendwas fehlte heute. Dann hat man hier probiert und da, dann hat man einfach keinen Hunger mehr. Aber wenn ich die Zeit habe, wird zumindest bei mir auch viel gekocht. Ja, und ich habe Family irgendwo zu Hause und die schreit halt immer, dass sie was zu essen haben will. Ich meine, klar, wenn ich jetzt den ganzen Tag unterwegs bin, dann kümmert sich meine Frau dann darum, aber wenn ich zu Hause bin, dann ist eigentlich immer, dass ich irgendwas koche, einen Salat mal eben mit reinschmeiße, den mit Dressing oder so, Kühlschrank auf, was habe ich, alles klar, das, und dann wurschtelt man sich irgendwas zu Hause zusammen. Aber es gibt halt auch so, zum Beispiel im neuen Buch ist das Boeufs Stroganoff-Rezept, das ist, ja, ich sag mal, das ist so mein Leibgericht, was meine Frau auch mittlerweile super kochen kann, und dann muss sie dann für das Kochen, wenn ich jetzt abends nach Hause komme, dann heißt es alles klar, es ist noch Stroganoff da und dann Topf und ich darf die Reste dann essen, aber das ist so das, was bei uns aber auch relativ viel gekocht wird. Ja, wir reden die ganze Zeit übers Essen, wir müssen noch mehr von euren tollen Rezeptfotos zeigen. Also wir müssen ja unseren Zuschauerinnen und Zuschauern klar machen, warum sie dieses Buch brauchen. Ne? Selbstverständlich. Also ich meine, man könnte das natürlich relativ kurz zusammenfassen, warum man dieses Buch braucht. Ja, einfach weil da die besten Schmorgerichte der Welt drin sind, in beiden Büchern. Ja, und weil das einfach eine schöne Zusammenfassung ist. Da ist was Leichtes drin, da ist aber auch durchaus was Schweres drin. Und da sind vor allem halt Sachen drin, weil ich sage auch immer, Dutch Oven, dieser Trend, der jetzt ausgebrochen ist, und es ist nun mal ein Trend, ist nun mal, wenn wir früher, wir gehen alle mal zurück, früher, wie war das früher? Da wurde viel, viel mehr geschmort, auch der Sonntagsbraten und so weiter. Und in einer Gesellschaft, die immer schnelllebiger wird, ist das mittlerweile gar nicht mehr so in. Sondern da sagt man sich, ach Mensch, ich haue jetzt einen Tofu-Knödel in die Pfanne und dann gibt es ein bisschen Chiasamen dazu und dann machen wir das Ganze mit Superfood aus Bangladesch zu einem richtig tollen Gericht. Und dann schmeißt man das alles in den Topf. Früher nannte man das Eintopf, heute ist das eine Bowl. Und dann setzt man sich dahin und unterhält sich dann, wie toll healthy man gekocht hat. Aber man vergisst dabei die Liebe beim Kochen. Und genau deswegen braucht man das Buch, damit man die Liebe wiederfindet zum Kochen. War das schön? Ja, vor allem. Das war philosophisch. Ja, und zur Liebe kann ich auch noch auf. In Band 1 sowie auch 2 sind Rezepte, Originalrezepte von seinen Großeltern und meinen Großeltern mit verwurstet. Weil ich sag mal, das ist ein Andenken, was man irgendwo damit natürlich auch noch bewahren kann. Wie lange kocht man im Schnitt, bis eins von euren Dutch Oven Rezepten fertig ist? Ich würde sagen, wenn ich den groben Durchschnitt nehme, ungefähr 2 Stunden. Das ist so der grobe. Es gibt da welche, die dauern eine Dreiviertelstunde, es gibt da welche, die dauern 6. Aber so der grobe Durchschnitt, würde ich sagen, sind 2, 2,5 Stunden. Ne? Ja. Und muss ich wirklich 2 Stunden dabei stehen bleiben oder habe ich so eine halbe Stunde schnippeln, rühren und dann Deckel drauf? Also bei manchen ist es 5 Minuten Vorbereitung, 6 Stunden einfach warten. Und einfach vielleicht 2 Flaschen, 3 Flaschen Bier trinken, die Sonne genießen. Und also man muss eigentlich, ja, ich sag mal, man sollte mal jede Stunde mal einmal kurz reingucken, nicht, dass es wie bei uns ist und ein Brikett rauskommt. Aber ich muss da nicht dauernd beistehen und rühren und machen, sondern einfach nur mal reingucken, mal ein bisschen riechen, ob es nicht schon verbrannt riecht. Und ansonsten ganz entspannte Nummer. Und Schmorgerichte werden nie schlechter, wenn man sie auch vielleicht eine halbe Stunde länger drin lässt. Das ist sehr beruhigend. Woher nehmt ihr die Inspiration für eure Rezepte? Fang du mal an. Wir haben so einen lustigen Leitsatz, der immer in unseren Köpfen ist. Leberwurst ist lecker, Nutella ist lecker, wie lecker muss das dann zusammen sein? Also bei uns ist tatsächlich so im Kopf, okay, das ist gut, das kann man mit dem Gut mal irgendwo verbinden. Dann macht man da was raus und entweder ist es okay, es schmeckt gar nicht oder es ist wirklich super, mega cool. Und so arbeitet man dann ein bisschen das ab. Und ich sag mal, viele Rezepte entstehen grundsätzlich erstmal im Kopf, doofe Ideen, irgendwas schwirrt da rum, alles klar, kleine Notiz gemacht, dann ein Rezept daraus ein bisschen zusammengestrickt, das erste Mal gekocht. Ja, passt, oder ich muss auf jeden Fall noch ganz viele Schrauben drehen, aber
Es ist tatsächlich erstmal viel gucken. Man hat mal irgendwo eine Idee gesehen, greift da mal einen Grundgedanken auf und entwickelt daraus dann was Eigenes, so nach dem Motto. Wenn ich persönlich in so einer Buchfindungsphase bin, also es gibt ja so den Ansatz, dass man sagt, hey, wir möchten ein neues Buch schreiben, und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Zwar hat man immer so die Gedanken im Kopf, aber gerade wenn es um ein neues Buch geht, dann habe ich bei mir zwei Blöcke in der Wohnung liegen, und dann kann es passieren, dass ich quasi nachts schon im Bett liege, dann fällt mir was ein und dann schreibe ich das auf. Und dann ist es da drauf und dann lege ich es erstmal zur Seite. Und wenn ich das dann am nächsten Morgen oder 2-3 Tage später wieder in die Hand kriege, dann denke ich mir, okay, jetzt spinnst du das mal weiter. So entstehen tatsächlich ganz, ganz viele Rezepte, dass ich halt denke, das ist es genau jetzt. Zum Beispiel der Currywurst Shepherd's Pie aus dem ersten Buch ist genauso entstanden. Ich lag im Bett und habe mir gedacht, Currywurst, das ist super lecker. Aber die tausendste Currywurst, das hat ja jeder schon gesehen. Und dann habe ich glaube, ich habe sogar irgendwas gelesen, was irgendwo in Irland spielte oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich das dann einfach notiert, Shepherd's Pie. Ja, und dann habe ich das auf dieser Liste genau untereinander gesehen und habe gesagt, hey, probier's aus. Das passt ja. Statt Pommes, Kartoffelpüree. Sehr cool. Ich war so in unser Gespräch vertieft, dass ich total vergessen habe, in die Kommentare zu gucken. Das hole ich jetzt nach, und da kam einiges. Oh. Gerrit Eisberg sagt, zwei geile Typen habt ihr da eingeladen. Danke. Ne? Dann haben wir ganz viele Kommentare, wo einfach nur steht Hashtag Zwiebelliebe. Ja. Darüber reden wir gleich noch. Ja. Igor Müdlo sagt, die beiden sind richtig super. Dankeschön. Marcel Muth fragt, wie macht ihr das, dass sich die Kamera gerade bei euch mitdreht? Technikfrage. Das hatten wir im Vorgespräch schon. Das ist ein neues iPad, und das kann mit dieser, du hast da ja Ahnung. Genau, also das registriert so ein bisschen. Jetzt passiert wieder, wenn sich gerade was bewegt, was zoomt, dann zoomt die Frontkamera automatisch dahin. Das ist tatsächlich extra für Streaming gemacht. Ja, cool. Und er sagt, ihr braucht eine eigene Fernsehshow. Schlagt uns gerne vor, ich bin für alles offen. Ja, wenn das hier jemand sieht, draußen an den Geräten. Ja. Sehr gerne. Also, oder ihr kommt wieder zu mir, würde ich auch gut finden. So bei Buch Nummer 3. Selbstverständlich auch sehr gerne. Ja, also, aber Fernsehen, gerne. Ja, ich habe schon mal gesagt, ich fänd so ein Format ganz gut, wo man in verschiedenen Ländern Dinge isst, weil das verbindet die zwei Dinge, die ich quasi am liebsten mache, Reisen und Essen. Dementsprechend, wenn da einer eine Idee hat, gerne, schreibt mir an, dann kriegen wir bestimmt was hin. Sehr cool. Und Gerrit Eisberg hat noch eine Frage. Wo gibt es diese coolen Zwiebelliebe-Shirts? Wir haben tatsächlich, also ich weiß ja nicht, ob es bei Weltbild, also bei Weltbild gibt es die nicht, da gibt es unsere Bücher, aber ich mache jetzt einfach mal Schleichwerbung. Wir haben einen Merch-Shop, das ist barbecrushop.de, also bbcrefshop.de. Da gibt es die coolen Zwiebelliebe-Shirts. Sehr gut. Ja, in Größen. Auch, genau, auch in breiteren Größen. Ich glaube bis 5XL. Ja. Weil wir haben, das ist genau wie bei den Büchern, das kann ich jetzt, ach, jetzt kann ich ja wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Viele Leute fragen auch, warum kostet das Buch nur 10er? Das haben wir ganz bewusst, beim ersten haben wir es gar nicht so bewusst gemacht, sondern beim ersten Buch war das ein 10er, damit man mal so ein bisschen da reinkommt, dass die Leute da vielleicht auch mal so ein Buch mitnehmen, weil es war nie angedacht, dass das Buch so ein Erfolg wird. Also gerade von uns nicht. Wir haben gesagt, dass, ja, hast du mal ein Buch geschrieben? Ich meine, ich habe als ganz kleines Kind schon gesagt, ich würde gerne mal irgendwann in einem Buch stehen. Dass sich das dann so verkauft, hätte ich nie gedacht. Ja, früher war es immer das Klassenbuch. Ja, und das hätten wir nie erwartet. Und wir haben dann aber beim zweiten gesagt, weil viele Leute gesagt haben, ah, das Buch, warum ist das, ne? Also wir leben ja in Deutschland, da kann man es nie jemandem recht machen. Weil jetzt fragen die Leute, warum ist das so günstig? Das könnte man für viel, viel mehr Geld verkaufen. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, dass jeder soll sich dieses Buch halt leisten können. Und so ist es bei unseren Klamotten halt auch, dass wir gesagt haben, ich mache lieber eine ganz, ganz kleine Marge da drauf und sag halt wirklich, wer da Bock drauf hat, der kann das Buch kaufen. Also die Bücher kosten jeweils einen 10er und der Merch ist ja auch in der Preiskategorie, dass halt jeder wirklich sagen kann, okay, auch die Leute, die jetzt so nicht normalerweise sagen würden, hey, ich kann das gar nicht, dass man halt da wirklich sagen kann, okay, also 10 Euro, das ist mir das wert und das kann ich auch mir leisten. Sehr schöner Gedanke von euch. Ja.
Bevor die ganzen Kommentare gekommen sind, haben wir gerade über Inspiration geredet. Gegenfrage: Was macht ihr, wenn euch nichts mehr einfällt, aber ihr müsst ein Video drehen? Oder die Deadline fürs Kochbuch rückt näher. Was tut ihr? Die Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. es gibt tatsächlich mal so eine Phase auch, wenn es darum geht, die Rezepte zu verschriftlichen. Mhm. Also man hat sie gekocht, man hat die Stichpunkte, aber dann fehlt einem wirklich, dann ist der Kopf nicht frei, um das wirklich vernünftig zu schreiben. Dann kommt da auch ein Kauderwelsch da raus und man vergisst halt mal was. So ist es halt auch, wenn man mal wirklich so eine kreative Phase hat. Ich sag mal, der Vorteil ist, wir sind zu zweit. Dass zweimal völlig unkreativ sind, das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht bei uns. Und so kann man dann sagen, ey, mir fällt gerade nichts ein, hast du noch eine Idee? Und dann schaukelt sich das doch mal wieder irgendwie hoch. Und dann ist das Problem gelöst. Wobei wir diese Probleme bei Büchern tatsächlich eigentlich nicht haben, sondern bei Büchern, wie gesagt, das ist ein Prozess, der dauert länger. Dementsprechend ist das okay. Bei Videos ist das häufig so, dass ich am Rechner sitze und die Videos schneide und mir dann auffällt, oh Mist, dein Puffer ist leer, du musst jetzt mal wieder. Und dann stehe ich da und denke mir, was verfilmst du denn jetzt als nächstes? Also ich meine, ich habe so einen groben Plan, dass ich halt sage, jeden Montag kommt ein Dutch auf ein Video, ja, und jeden Donnerstag gibt es ein Video rund ums Grill. Und das versuche ich dann wieder zu unterteilen, dass man einmal im Monat was vom Drehspieß hat und einmal im Monat was von der Feuerplatte und so weiter. Aber wenn mir da dann nichts einfällt, dann passiert es wirklich schon mal, dass ich dann Tim anschreibe und sage, hey, ich mache morgen Videos. Was mache ich überhaupt? Also da bin ich dann tatsächlich auch manchmal völlig unkreativ. Aber da ist, wie gesagt, der Vorteil, wenn man zu zweit ist. Sehr schön. Wir haben wieder einen Kommentar und ehe ich wieder in die Nachhut komme, lese ich es gleich vor. Tim Hempen fragt euch, arbeitet ihr schon am dritten Dutch Oven Buch? Nee, das erste ist tatsächlich gerade, also das zweite ist ja quasi gerade frisch raus. Und ich habe tatsächlich eine Buchidee im Kopf, die hat dann nichts mit dem Dutch Oven zu tun. Die führt uns eher so auf Wiesen und Wälder, sag ich mal. Aber ich bin mir fast sicher, dass irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wir beide uns angucken und sagen, hey, wir könnten doch mal so ein Dutch Oven Buch schreiben. Magst du was erzählen zu deiner frisch im Hirn seienden Buchidee? Ich finde tatsächlich... Ich würde jetzt sagen, es hat was mit diesem Bild da im Hintergrund zu tun. Genau. Ein Hirsch? Ja, also unter anderem auch, ja. Ich finde, die ganze Welt redet von, wir müssen aufs Klima achten, wir müssen zusehen, dass wir weniger Fleisch essen, wir möchten es regional machen. Bio. Und am besten Bio. Und genau das sehe ich auch. Und deswegen frage ich mich, warum man nicht viel mehr Wild isst. Mhm. Wild ist in Deutschland ein leider viel zu wenig beachtetes Thema. Die Leute glauben immer noch, dass man heutzutage, man kriegt ein Stück Wild und dann muss man das erstmal 3 Wochen in Buttermilch einlegen, dass man das wenigstens halbwegs essen kann. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Das hat man früher gemacht, weil früher war das Fleisch einfach, das lag, ich sage jetzt mal überspitzt, das lag erstmal 3 Wochen an der Straße, bis das dann irgendwann mal einer aufgesammelt hat. Klar, dann musste ich das in Buttermilch einlegen. Aber meine Idee ist eigentlich, hinter einer neuen Buchidee ist, dass man das Thema Wild behandelt, als Schmorgerichte, als Grillrezepte und Wild ganzjährig auch wahrnimmt und nicht nur im Herbst. Und da hätte ich halt Bock zu. Bock zu, bitte. Ja. Ja, sehr cool. Also ich esse wahnsinnig gerne Wild, so ein Regulasch oder so. Oh. Wobei Regulasch ist ja wieder dann dieses Thema, das ist super geil, schön im Herbst, Winter. Aber ich sag mal, warum greift man nicht mal diese ganze Geschichte auf mit, ich mache aus einem schönen Reh oder aus einem Wildschwein Schnitzel oder halt klassische Grillgerichte, die man sonst eigentlich im Sommer macht. Warum nimmt man da nicht Wild? Oder halt, was mir die Augen zum Beispiel geöffnet hat, wir waren auf der Jagd und Hund in Dortmund und da haben wir Nutria gegrillt. Ja. Das war der Hammer. Also, das war der Hammer. Und Punkt. Das Schöne zu Nutria ist, wir in Nordrhein-Westfalen nicht so unbedingt, das kam jetzt aus Niedersachsen. In Niedersachsen ist Nutria halt eine, muss man sagen, eine Plage. Mhm. Die graben die ganzen Deiche kaputt und sowas. Ist halt auch so eine Art, eine invasive Wildart. Und da kann man sagen, okay, wir müssen Nutria essen für den Naturschutz. Mhm. Und es ist halt, ja, wir hatten sogar so eine Mischung aus, man sagt, alles schmeckt nach Hühnchen. Nee, aber das war tatsächlich
ein Spanferkel hätte es auch sein können. Das ist super, nicht muffig, nicht irgendwie modrig. Super schöner Geschmack, super tolles Fleisch. Und ja, mehr Bio geht in dem Fall ja nichts. Der Hashtag Zwiebelliebe, der trendet ja gerade auch in unseren Kommentaren. Wie kam es dazu? Das war tatsächlich ein Community-Projekt. Und zwar, also, ich muss sozusagen, in Video 3 habe ich jetzt einen Kommentar gesehen. Video 3, tatsächlich das dritte Video, war das erste Mal rote Zwiebel. Und seitdem zieht sich das wie so ein roter Faden. Also wir haben tatsächlich, uns ist das nie aufgefallen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Videos wir mittlerweile haben. Es sind auf jeden Fall einige hundert. Und ich behaupte jetzt einfach mal, in 95% schneiden wir eine Zwiebel. Und mir ist das nie aufgefallen. Ich habe einfach immer Zwiebeln gekauft und dann so, jo, komm, passt, Zwiebel dran. Und irgendwann ist das den Zuschauern dann aufgefallen und dann kam der Erste mit dem Hashtag Zwiebelliebe um die Ecke. Ja, und plötzlich fanden das alle, oder nicht alle, aber ganz, ganz viele Leute lustig und dann haben die da diesen Hashtag Zwiebelliebe drunter gepostet und nicht nur bei uns, sondern dann auch bei anderen, bei Kollegen, die dann auch Grillvideos machen. Plötzlich stand überall, das Internet war voll mit Zwiebelliebe und ja, dann habe ich das natürlich dann irgendwann dankenswerterweise aufgegriffen und habe gesagt, okay, ne, also das muss man ja huldigen, das Thema. Und deswegen haben wir jetzt in den meisten Videos auch eine Einblendung. Und es ist natürlich für mich, und da mache ich auch kein Hehl draus, es ist immer ein Vorteil, wenn die Leute einen Hashtag unter ein Video posten, weil A, habe ich dann eine Interaktion unter dem Video. Und was der YouTube-Algorithmus unglaublich gut findet. Und B, ist ein Hashtag immer schön im ganzen Internet wiederzufinden. Das heißt, wenn jemand auf den Hashtag Zwiebelliebe mal draufklickt, dann kommt er zwangsläufig nicht daran vorbei, irgendwann bei uns zu landen. Dementsprechend ist das natürlich gut. Und ja, ich hoffe, das geht noch lange so weiter. Vielen Dank für die Erklärung. Wir haben wieder einen Kommentar. Christopher Bauer sagt, Tim und Sebastian, ich will ein Rind von euch. Ja, Tim arbeitet dran, wie du siehst. Müsste jeden Moment soweit sein. Jetzt haben wir schon über Inspirationen geredet und über Zusammenarbeit und Freundschaft. Aber was ist denn, wenn ihr euch mal nicht einig seid, was das nächste Video, Projekt, Rezept werden soll? Wer gewinnt? Das kommt drauf an, der dir die besseren Argumente hat. Also wir fetzen uns. Das passiert durchaus. Das wird auch durchaus lauter. Das ist auch so, dass man sich tatsächlich dann 2 Tage lang mehr oder weniger ignoriert, außer das, was man geschäftlich halt machen muss. Also es knallt richtig, aber in der Regel setzt man sich dann, wenn es dann einmal richtig geknallt hat, wieder zusammen und sagt, okay, so, ne, jetzt gucken wir uns das Ganze mal objektiv an. Und dann gucken wir das Ganze halt objektiv an und derjenige, der dann objektiv falsch liegt, der wird objektiv von dem anderen überstimmt und hat dann auch Pech gehabt. Also nach dem Streit folgt dann die Versöhnung und das gemeinsame Essen von was? Schnitzel geht immer. Schnitzel geht okay. Immer. Schnitzel ist Versöhnungsessen. Ja, Schnitzel. Man nennt ich wollte euch nach dem Lieblingsrezept fragen. Ist es Schnitzel oder was kocht ihr zwei zusammen am liebsten? Doch, da, also was wir regelmäßig zusammen, was ich auch eigentlich nur mit ihm essen kann, weil sonst keiner isst, ist gegrillte Leber mit Kartoffelpüree, geschmorten Zwiebeln und Apfelkompott. Oh, lade mich ein, das liebe ich. Ja, perfekt, gerne. Also dazu muss man sagen, mein absolutes Lieblingsessen ist Kartoffelpüree. Mhm. Es begab sich zu einer Zeit, dass ich mal im Krankenhaus lag und dann wird man jemand gefragt, was man essen möchte. Ja. Und dann, ja, was möchten Sie denn für eine Beilage? Ja, Kartoffelpüree. Ja, okay. Und morgen? Ja, ich sag, Kartoffelpüree. Okay. Und übermorgen? Ja, Kartoffelpüree. Ja, und dann ist Fischtag. Was möchten Sie denn dann? Kartoffelpüree. Und dann guckt er so über sein Gerät. Das ist eigentlich ihr Ernst. Ich sage, ja, machen Sie ruhig jeden Tag schön Kartoffelpüree. Also das kann ich echt immer essen. Kartoffelpüree geht immer, in allen Variationen. Sehr gut. Jetzt habe ich in eurer E-Mail-Signatur, in den Mails, die wir miteinander vor dem Event heute ausgetauscht haben, gesehen, bei euch steht zertifizierter Grillmeister. Wie wird man das? Mach mal. Ich, ja. Also wir haben tatsächlich vor, ich glaube mittlerweile jetzt schon 6 Jahren für einen großen Grillhersteller, da waren wir zur Schulung, haben natürlich ein paar Nachweise auch, wir haben in verschiedenen Küchen mal gearbeitet, uns das angeguckt, waren zusammen auf einem Schlachthof, haben da uns mal das angeguckt, weil ich finde, das ist auch mal wichtig zu sehen. Und
dann kriegt man halt so ein wunderschönes Zertifikat, das darf man sich dann hinhängen. Im Grunde geht es einfach darum, so die Kernaussage von diesem Noah ist, als Grillen gerade auf dem absoluten Höhepunkt war, da hat jeder gedacht, hey, mir rollt nicht die Wurst vom Rost, ich gebe jetzt einfach mal Grillseminare. Und dann hatten wir reihenweise Leute, die bei uns auf den Grillseminaren waren und uns dann erzählt haben, was da so passiert ist auf anderen Grillseminaren, also ohne, dass ich jetzt eben den Kollegen in die Pfanne hauen möchte. Aber dass ich mir halt öfter mal gedacht habe, so Leute, das geht so nicht. Also die Leute haben falsches Wissen vermittelt gekriegt, die Leute haben auch teilweise völlig Unfug quasi gelernt, so nach dem Motto, keine Ahnung, wenn man da über das Steak Bier drüber kippt, dann ist das schon gut, das ist schon toll. Und ja, und um das halt zu umgehen, hat man dann hinterher halt gesagt, okay, komm, wir haben ein paar, die haben da ein bisschen mehr gemacht. Und ja, dementsprechend, wenn ich dann auch mit einem Händler oder sowas, der mit uns Grillseminare geben will, in Kontakt trete, dann weiß der in der Regel, weil er kennt uns ja noch nicht, dann weiß der in der Regel, okay, da das hat vielleicht Hand und Fuß mit den beiden Dicken aus dem Sauerland. Jetzt haben wir schon unfassbar viel über Grillen, Essen, Inspiration und Dinge geredet, die man so falsch machen kann. Lasst uns mal zur Literatur kommen. Ich habe euch natürlich auch gefragt, wie jeden Autor und jede Autorin bei Weltbild liest, was lest ihr privat und was möchtet ihr unseren Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen? Jetzt bin ich gespannt, was ihr mitgebracht habt. Dann fängst du an? Soll ich anfangen? Fang du mal an. Ich fange an. Also ich habe zwei, sollen wir jetzt direkt alles hintereinander weg? Okay. Dann hole ich mal gerade, wenn ich nicht vom Stuhl falle, meine beiden Lieblingsbücher aktuell. Und die haben absolut nichts mit dem Thema Kochen und Grillen zu tun, sondern die gehen eher in die düstere Ecke. Ich bin nämlich nicht unbedingt der Typ dafür, der dieses ganze Clicky-Bunti und heile Welt Geschisse braucht, sondern wenn ich lese, dann möchte ich abschalten. Und das tue ich am liebsten mit Thriller. Und da habe ich zwei Stück exemplarisch mitgebracht. Das sind jeweils immer das erste Buch einer Reihe. Ja, also das eine ist die ist von Chris Carter, da geht es um Robert Hunter. Und hier geht es um den niederländischen Profiler Martin Snyder, das ist von Andreas Gruber. Und das sind jeweils Auftaktbücher zu längeren Reihen. Und diese beiden Bücher, die zeichnet vor allem aus, dass sie sehr, sehr düster sind und auch sehr, sehr ins Detail gehen. Das muss man mögen. Dementsprechend, also es wird alles haarklein beschrieben. Die Hauptcharaktere in diesen Büchern sind unfassbar großartig geschrieben und ich kann mich mit beiden absolut irgendwie identifizieren. Der Martin Snyder ist ein Typ, den kann keiner leiden und der ist total neben der Spur, aber kriegt das halt alles hintereinander. Der hat eine Kollegin, die Sabine Nimetz, und die beiden zusammen lösen dann halt Fälle. Ein absolut großartiger, also Andreas Gruber, damit würde ich an eurer Stelle, wenn ihr sagt, okay, ich möchte mal einen etwas härteren Thriller lesen, dann würde ich mit Andreas Gruber anfangen. Und ich verspreche euch tatsächlich, wenn ihr das Genre mögt, dann werdet ihr es nicht bei diesem einen Buch belassen. Und wenn ihr dann damit fertig seid mit der Snyder und Nemetz-Reihe, dann mit Chris Carter weitermachen. Weil Chris Carter, ja, wie ich gerade schon anfangs gesagt habe, das muss man schon mögen, der gute Mann. War selbst Profiler, beziehungsweise war, Moment, man nennt es da nicht Profiler, Kriminalpsychologe. Und das liest man in den Büchern auch. Also hier ist auf jeden Fall, sind die Täter besser beschrieben, geht richtig in Anführungsstrichen unter die Haut und beide unglaublich spannend, kann ich echt jedem empfehlen. Tolle Bücher, tolle Buchreihe. Ja, das eine Buch, das lag tatsächlich bei Ihnen, aber irgendwie ist es verschwunden. Das ist so ein das ist so das, was ich tatsächlich gelesen habe, was man auch lesen kann. Das ist von Martin Sonneborn, seines Zeichens Politiker der Piratenpartei. Oder der Partei. Der Partei, nicht der Piratenpartei. Gibt es die Piraten? Weiß ich nicht. Hm. Und er beschreibt seine Reise, als er nach Brüssel ins Europaparlament gewählt wurde. Und ich finde es halt grandios, wie zynisch, sarkastisch er schreibt, wie leicht es doch ist, aus Europa als Abgeordneter Geld sich quasi rauszuziehen, wo er sagt, das brauche ich eigentlich gar nicht, aber wenn es die EU schon rausschmeißt, dann nehme ich es halt und finanziere damit quasi die Partei. Und ich finde es halt auch seine Auftritte, er ist halt unheimlich sprachgewandt. Ja, ich glaube, er war immer als Chefredakteur der Titanic Satiremagazin und hat halt da wirklich auch, gerade wenn es so
die alteingesessenen rechten Parteien, die auch nun mal leider im Parlament sitzen, denen der einfach sagt, okay, ich nehme die Rede jetzt, dann kriegen die wenigstens die Redezeit nicht. Und das ist halt großartig, wenn er sich dann hinstellt, ich habe das nur gemacht, damit die anderen nicht reden. Und das ist halt, da finde ich ihn halt wirklich sehr, sehr sympathisch. Und auch das Buch ist wirklich detailliert geschrieben, was es so alles gibt. Und dann habe ich noch ein Buch, das hat man so quasi letztes Jahr auch entdeckt. Das ist Brotbacken von Lutz Geißler. Das ist jetzt das, die Variante mit Hefe, er hat auch mit Sauerteig. Das sind Brote, die gelingen zu 100%, kann ich sagen, weil Lutz Geißler hat so ein bisschen denselben Ursprung wie wir, hat niemals Bäcker gelernt, so wie wir nie Koch gelernt haben, ist gelernter Geologe, glaube ich sogar, also auf jeden Fall studiert im Bereich Geologie. Und hat halt irgendwann gesagt, er will gutes Brot haben, aber er hat bei sich kein gutes Brot und hat es wirklich entwickelt. Und die Brote, die dort drin sind, 100% Gelinggarantie. Alles, was ich da bis jetzt rausgemacht habe, funktioniert. Und das Schöne ist halt, ich mische den Teig zusammen und habe 24 Stunden Ruhe und dann backe ich ihn ganz einfach. Im Dutch Oven zum Beispiel, beschreibt er tatsächlich nämlich auch im Buch. Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und ich habe schon wieder neue Kommentare für euch. Ja. Patrick Hufnagel sagt, ihr seid die Wildecker Herzbuben des Grillen. Ja, mit, so sind wir mal getauft worden und Privatsender hat tatsächlich eine Fotomontage von uns erstellt als Wildecker Herzbuben mit Herzilein im Hintergrund. Sehr schön. Tim Hempen sagt, zu deinem Buchgeschmack, so ein Grillbuch ist für mich Thriller genug. Ja, ja, okay. Und Gerrit Eisberg ist nochmal dabei mit der Frage, was ist das Besondere an dem Bratkartoffelpüree in eurem Buch? Ja, das vereint natürlich das Beste aus zwei Welten, sage ich mal. Wie wir gerade schon festgestellt haben, ich stehe unglaublich auf Kartoffelpüree. Ja, und Bratkartoffeln, das Rezept ist ursprünglich eigentlich entstanden. Ich meine, man mag es kaum glauben, aber auch bei uns bleibt mal was übrig. Und da sind Bratkartoffeln übrig geblieben und jeder weiß, wenn ich Bratkartoffeln wieder warm mache, schmeckt nicht. Genau, das ist nicht gut. Und dann habe ich einfach gedacht, hey, machst du einfach Kartoffelpüree raus. Dann habe ich einen Stampfer genommen, habe Kartoffelpüree stampfen. Und so ist das, das war die Grundidee zu diesem Rezept. Dann halt ja Käse mit rein und Schmand. Ja, ein bisschen Gehalt haben. Ja, alles schmeckt besser mit Käse. Oder also, bin ich auch absolut eurer Meinung? Ist übrigens auch, ich weiß nicht, ich kann das ja jetzt auch raushauen, wir machen auch im Bereich Ernährungsberatung ganz viel und das wichtigste Thema ist, wenn man ein Gericht, wenn das viele Kalorien hat und da gebe ich ein bisschen Käse drüber und dann überbacke ich das, dann sterben darunter die Kalorien und dementsprechend ist es okay, wenn ich alles einfach mit Käse überbacke. 1A Diät-Tipp. Funktioniert, sieht man uns. Ja. Ihr zwei, jetzt habe ich in dieser Stunde so viele lustige, nette, aufmunternde Kommentare für euch vorgelesen von euren Fans. Was bedeuten euch eure Fans und eure Community? Ja, also ich sage immer, ohne diese Community ist dieser ganze Spaß nicht möglich. Und dann wäre der Spaß auch ganz schnell zu Ende. Es ist natürlich so, wir geben viele Grillseminare deutschlandweit. Da kommt es tatsächlich vor, dass man Grillseminare hat, wo einen gar keiner kennt. Das ist total entspannt und das finde ich auch total super, weil man dann einfach ein Grillseminar macht, so wie man es immer macht. Aber es ist natürlich für mich auch immer eine Freude, wenn jemand da ist, der wegen einem gekommen ist. Das ist im ersten Moment total weird, weil ja, ich für meinen Teil, ich hätte das ja nie gedacht. Aber es gibt halt wirklich Leute, die kommen dann, weil die halt sagen, hey, ne, ich will mit euch grillen, ich will das von euch lernen, wie auch immer. Das ist natürlich ein Ritterschlag. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr dankbar bin für jeden, der einfach nur einen Kommentar schreibt, der die Videos guckt, der das alles feiert. Ich bin genauso dankbar für jeden, der irgendwie kommt. Und mir ist auch immer ganz wichtig, dass ich mir dann immer wenigstens einen Moment auch zum Beispiel, es gibt die Deutsche Grillmeisterschaft, da sind wir eigentlich jedes Jahr. Und mir ist ganz wichtig, dass ich mir dann für jeden auch wirklich einen Moment Zeit nehme. Und wenn es so ist, dass ich das Buch signiere oder sowas, einfach, ja, weil ich es wichtig finde, weil die Leute unter Umständen genau wegen dir halt da sind. Ja, also ist halt klar, so ich sag mal, am Anfang, das war schon, da steht davon, ja, ich kenne dich. Ja, ich dich nicht. Das ist halt so, ja, das ist halt manchmal schon sehr, sehr komisch, weil für viele ist es tatsächlich so auch das Gefühl, man guckt den jede Woche oder jede Woche zweimal beim Grillen zu, man ist quasi mit dabei.
Und für diejenigen ist dann so, ich kenne die Jungs, ich bin quasi immer bei denen. Und für uns ist halt immer noch, ja, wir sind halt immer noch die Dicken aus dem Sauerland, die, ja, hier kann ich tatsächlich, gehe ich über die Straße und es erkennt mich keiner und ich kann auch so in dem Sinne einkaufen gehen. Aber das krasseste Erlebnis tatsächlich in Holland vor, ich glaube, 4, 5 Jahren. Fußgängerzone in Venlo, rappelvoll und mich erkennt einer, spricht einer an. Das war für mich so völlig überrumpelt. Und ja. Also manchmal echt muss man, ja, dann, man weiß gar nicht, wie man reagieren soll, weil man halt, man rechnet nicht damit. Weil ich rechne nicht damit, da sind über 50.000, 60.000 Leute, die bei YouTube gucken oder die das Buch gekauft haben, sind es ja noch viel, viel mehr. Und die kennen einen halt. Aber dass ich halt immer noch quasi der Dorfjunge bin und Oma Erna von nebenan kenne, so ungefähr, ist halt manchmal schon komisch. Mit großer Grillmacht kommt große Verantwortung. Ihr habt vorhin schon erzählt von dem eventuell irgendwann erscheinenden Wildbuch und von euren Grillkursen. Gibt es noch andere schöne neue Projekte, von denen ihr uns erzählen mögt? Gibt es aktuell, also das, wir haben jetzt gerade relativ viele Projekte dann auch abgeschlossen, in Form von, dass ich halt hergehe und sage, okay, es gibt Merch und in Form von, also wir haben den Videostil, der wird sich jetzt demnächst tatsächlich komplett ändern. Wir haben da auch tatsächlich investiert in neue Technik, weil ich halt gesagt habe, man muss natürlich auch mit der Zeit gehen. Also es gibt jetzt demnächst tatsächlich alles dann in 4K. Ich kann dann noch auf 6K für noch schärfere Grillbilder. Ja, also das wird sich jetzt im Zuge, der Videostil wird sich ein bisschen verändern. Das ist für den Zuschauer vielleicht gar nicht so ein Riesenschritt, für uns allerdings ein Riesenschritt, weil ich komplett umdenken muss. Und wenn ich so ein Video schneide, also wenn es gut läuft, dann brauche ich für ein Video so eine Stunde, anderthalb. Ich denke mal, das wird für mich dann so ein Punkt, wo ich dann erstmal wieder 2 Stunden mit einem Video beschäftigt bin. Ganz davon abgesehen, dass es anders gedreht wird. Ja, und was jetzt halt dann demnächst wieder für uns wieder beginnt, sind diese ganzen Grillkurse, Catering. Weil, ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, sind besondere Zeiten, in denen wir leben. Ja. Und ja, das war für uns natürlich dann auch so, dass wir gar nichts mehr machen konnten. Also wir haben quasi von November bis jetzt Juni nicht arbeiten dürfen, nicht grillen dürfen. Und das ist nun mal Brot- und Buttergeschäft. Das Buch ist nett, aber von dem Buch leben alleine geht nun mal nicht. Ja, und deswegen freue ich mich einfach, dass da jetzt wieder Projekte kommen und dass wir uns da auch deutschlandweit dann halt wieder bewegen. Wir haben gestern noch mit jemandem telefoniert an der Nordseeküste. Im Norden, genau. In Norden, Norddeutschland? Norddeutschland. Norddeutschland, da sind wir demnächst, was heißt demnächst? Irgendwann im November. Wenn's, ja, im November, für Dutch Oven Kurse. Und wir sind in Bayern dieses Jahr noch und wir waren jetzt in Wena. Also man kommt natürlich schon rum. Und das sind so die Sachen, die den Sommer auch dominieren werden. Also diese ganzen Live-Geschichten. Ja, ich glaube, aber so ein richtiges neues Projekt aus dem Boden stampfen jetzt, so dass man denkt, das kann ich jetzt gerade gar nicht. Nee, im Moment ist tatsächlich erstmal wieder, wir laufen jetzt so wieder an und dann heißt es jetzt Vollgas geben und vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sind die 20 Kilo wieder weg. Man weiß es nicht. Auf der anderen Seite, die Leute haben jetzt mehr von uns. Ist ja auch schön. Ja. Gute Sache. Wenn man wissen will, wo ihr gerade unterwegs seid oder wo man vielleicht einen Kurs bei euch buchen kann, unter welcher Homepage kann man das denn? barbecuesauerland.de. Da steht in der Regel alles drauf. Ja, dafür Grillseminare 2021. Ja, da kann man sehen, wo wir so sind. Im Moment, also bis gestern war da noch ein Kalender mit drauf, der backt gerade ein bisschen rum. Den muss ich heute Abend wieder überarbeiten. Der kommt dann wieder drauf und da steht dann, wo wir so sind. Lieber Tim, lieber Sebastian, unsere Stunde ist quasi am Ende. Vielen lieben Dank, dass ihr bei uns zu Gast gewesen seid mit Dutch Oven neue Rezepte und eurem ersten Buch Dutch Oven Rezepte, Tipps und heiße Kohlen. Ich hoffe, wir haben viele Leute jetzt neugierig gemacht auf eure tollen Bücher, auf eure super Videos und auf euch als Menschen und eure wahnsinnig tollen Grillkurse, von denen ihr so viel erzählt habt. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. War eine Freude. Die Stunde ist ja wirklich wie im Flug vergangen. Also die Nervosität hat sich dann auch in Luft aufgelöst. Also es freut mich. Ein schöner Nachmittag.
Und vielleicht... Also wird nicht ein Highlight. Er hat ein Highlight. Ja, ja, so ein Highlight. Wer lachen möchte, das ist übrigens die holländische Ausgabe. Da gibt es leckeres Speckbrot jetzt. Genau. Also, selbst in Holland, aber dafür waren unsere Gesichter zu hässlich, dass sie auf dem Cover. Ja, also war wirklich ein ganz toller Nachmittag und vielleicht irgendwann mit Dutch um 3 kommt mir dann wieder oder Wild oder so. Wir kommen auf jeden Fall gerne wieder, wenn Weltbild nochmal mit uns lesen möchte. Vielleicht Weltbild liest, klingt ja auch immer so, ja, vielleicht gibt es irgendwann einen Grillroman. Dann kann ich wenigstens auch mal ganz klassisch eine Lesung machen. Weltbild grillt. Weltbild grillt. Also dafür bin ich jetzt sehr. Liebe Redaktion, habt ihr das gehört? Ich glaube, ich brauche eine Dienstreise ins Sauerland und dann moderiere ich, während ihr für mich kocht. Wie wäre das? Ja, das ist völlig okay. Dann können wir auch endlich mal das machen, was wir wirklich können. Ja, genau. Ja, also liebe Weltbildredaktion, Weltbild grillt. Gerade wurde angesprochen, ja, Fernsehsendung, ihr seht, das hat Potenzial. Es liegt der Ball bei euch. Sehr gut. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der nächsten Woche begrüßt Sie hier meine Kollegin Lea Keip. Es wird fantastisch, magisch und romantisch. Eveline Aschwanden ist zu Gast mit ihrem neuen Roman Lichtherz. Wir sehen uns an dieser Stelle in 2 Wochen wieder. Bleiben Sie uns gewogen, essen Sie was und eine gute Zeit. Tschüss.